Tere, auch ich werde das Jahr 2017 verabschieden. Und ich werde es natürlich auch lautstark verabschieden. Ich mag diese kleinen Mini-Batterien, habe ein paar geholt. Ihr meint, die Tasche ist so umhin voll mit sowas. Leider nicht. Leider nicht, hört sich blöd. Nein, ich wollte nur sagen, ich mache den eben leer, weil ich natürlich was viel Wichtiges brauche. Ne? Also es reicht ja, wenn diese Voodoo-Cracher da in die Luft gehen. Ich hoffe, dass das sind ja eh nur ein paar Sekunden. Also ich habe ein bisschen ausgegeben. Also das muss reichen für die Begrüßung 2017. Ich habe hier natürlich Ware drin und nicht so viele Cracker. Also wie gesagt, ich verabschiede, ja, alles bei Cody geholt. Ich mache jetzt auch den Laden auf. Ja, hier so ein paar Pfeifer da. So, ein paar Pfeifer. Ich meine, ich bin ein bisschen beschäftigt. Ich werde gucken, ob ich 2017 verabschiede und 2018 begrüße. Ich meine, das bisschen reicht. Ob ich noch mehr hole, weiß ich nicht. Ich habe gerade gehört, dass da einer 24 Stunden gesessen hat. Ne? Ich sage auch Bescheid, dass ich welche gekauft habe, damit sich jemand freut, weil das ist für jemanden, nicht für mich. Leider fühle ich mich irgendwie zu alt dafür. Als Jugendlicher hat mir das unheimlich viel Spaß gemacht. Da haben wir körbeweise gekauft. Ich meine, da waren die auch nicht so teuer. Ich meine, die sind hier ein bisschen lautstark. Na, die gehen so hoch, zack, zack, zack. Früher habe ich so lange Batterien geholt, da waren 500 Schuss, so 3-4 reicht. Und dann ist an sich auch schon alles vorbei. Diesmal versuche ich, wie gesagt, aufzuteilen, im Jahre 2015 zu feuern, zu piepen. Ich meine, Cody macht es möglich, macht jetzt Werbung. Ne? Cody ist wegen Überfüllung von Sprengstoff geschlossen. Ne? Alle kaufen Sprengstoff. Es gibt sogar einen, der hat 24 Stunden gewartet, weil er Spezialböller haben wollte. Meine lieben Freunde, kauft keine Böller, ihr wisst schon. Passt auf euch auf. Ich meine, das war jetzt ein super Angebot hier. Super Angebot. Ja. Von 4,99 Euro auf 1,29 Euro. Da sagt man natürlich nicht nein. Weil 4,99 Euro kauft man sowas nicht. Da wäre ich ein bisschen bekloppt. Dann wäre ich ja jetzt 50 Euro los. Nee, war ich nicht. Hier 2,99 statt 4,99 im Warenangebot. Kauf Sprengstoff. Ihr merkt, Satire muss sein. Gut, ich habe, wie gesagt, 6 Stück gekauft. Das heißt also, ich habe 6 mal 20 Sekunden da für 120. Piep, piep, piep. Ja, ja, ja. Einmal anzünden, 120 mal pfeifen lassen, das mal 6. Dann hier 20 mal pfeifen lassen, damit man da irgendwas Schönes sieht. Man macht ja auch so ein kleines Feuerwerk. Wir als Filmemacher brauchen Feuerwerk, aber an sich anderes. Da ein paar Jugendliche da sind, die sich das gewünscht haben, selber nicht anzünden, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Wie gesagt, die auch hier, die pfeifen, die gehen in die Luft. Das reicht auch, kam 1,49, reicht auch. Also für 15 Euro hier ein bisschen krachen lassen ist okay. Ob ich nochmal 15 Euro ausgebe, weiß ich nicht, weil jetzt gehe ich arbeiten. Jetzt mache ich die Tür auf und lasse meine Kunden rein. So, da ist jetzt Ware drin, die hier immer gebraucht wird und hat nichts mit Sprengstoff zu tun. Ich wollte es einfach mal zeigen. Ich hatte jetzt auch Lust, so einen Videoclip zu machen über Feuerwerk und so weiter. Ja, wie gesagt, 2017 wird verabschiedet, 2018 wird begrüßt. Wird zwar hart werden, das weiß ich jetzt schon, aber ist egal. Ich freue mich nämlich auf das Jahr 2019, weil da kommt auch wieder Star Wars. Ich weiß, 2018 kommt auch Star Wars, aber da kommt Han Solo. Dann ist da nicht so der Hype, aber 2019 geht es wieder richtig los. Da freue ich mich drauf und schauen wir mal. Vielleicht deponiere ich. Ich habe ja auch schon mal. Ich habe gekauft und wusste gar nicht, dass ich den ganzen Schrott noch hatte. Hallo. Genau. Und nach ein paar Jahren habe ich den dann weg. Ne? So, ihr merkt schon, den Klingelton habe ich auch geändert. Ja, okay, das können wir jetzt mal eben bei Instagram veröffentlichen, damit die Leute wissen, dass ich auch bescheuert bin. Ja, boom, boom. So, Instagram weiß auch Bescheid.
dass wir auch Boom Boom machen. Ne, Boom Boom. Verkaufen tue ich das jetzt hier nicht. Habe ich veröffentlicht, ihr könnt sehen. Boom Boom. Ne, so, ja. Ne, das war nämlich Instagram. So, ich bin mal eben weg, ich weiß nicht, ob ich heute noch drehe. Aber ich versuche für Silvester einen Kameramann zu finden, der das Ganze dann filmt. Versprochen ist es nicht. Hallo. Weil so einfach ist es nicht, einen Kameramann zu finden. Hallo. Jetzt kriege ich eure Antworten hier. Dann macht sich einer kaputt. Wie, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ne? Ist klar, man hätte mich natürlich auch für bekloppt, dass ich so eine Scheiße mache. Aber wie gesagt, ein Kind eine Freude machen, die schaut ja wie gesagt nur zu, die macht es nicht selbst. Die hat ihr Alter, aber sie hat noch nie ein Feuerwerk so erlebt. Und will es einmal erleben, hat jetzt ihr Alter. Sag ich, komm, ich zeig dir eins im Geschlossenen. Ne? Und dann können wir ein bisschen spazieren gehen, bei den Verrückten zuschauen, was die da so treiben. Ob ich noch mehr kaufe, weiß ich nicht. Werdet ihr dann sehen. Es reicht schon, dass ich viel zu spät den Laden aufmache. Und wie wir Spaß haben werden. Ja, zwei werden Spaß haben, richtig. Kinder werden Spaß haben. Ich werde die Arbeit haben, den Mist hier anzuzünden. Ich meine, für 1,25, 2,99 war okay. Teurer, also 4,99 Euro gebe ich dafür nicht aus. Es werden jetzt 10, 20, 30 Euro, um Gottes Willen. Nee. Also ich habe gerade mal 15 Euro ausgegeben. Das hier, was in der Tüte ist, war 10 mal teurer, weil das ist Ware, die ich brauche für meine Kunden. Und meine Kunden sind wichtig. Meine Kunden sind natürlich wichtiger. So, meine lieben Freunde, meine lieben Kunden, meine lieben Facebooker, meine lieben YouTuber, meine lieben bei Star Wars Fanclub hier, bei Lukas Film Fanclub. Ich begrüße euch total und recht. Wir Filme-Leute brauchen sowas, sonst hätten wir sowas nicht. Geht nicht anders. Filme leben auch von Spektakel. Nur diesen Spektakel werde ich euch dann zeigen, wenn ich einen Kameramann finde, weil beides geht nicht. Kann ich eine Kamera und dann noch filmen. Die Kamera einfach so einsam nachts stehen lassen, das ist nicht so gut. Die Dinger haben ihren Wert, die Dinger haben ihren Preis. Also, wir erleben uns. Ciao, ciao. So, Silvester ist 2017. Wie gesagt, ich habe euch vorgestellt, wie gesagt, in der Tüte war an sich sehr viel Ware. Ich habe ein paar Sachen gekauft, weil Töchterchen hier sich freuen wird. Sie hat also sowas noch nicht gesehen. Ich werde sicherlich ein bisschen Bom Bom Boom Boom noch kaufen, aber so eine Art Feuerwerk. Es soll ein Feuerwerk sein. Genau, ein Feuerwerk für uns. Ne? Man kann auch Silvester feiern für sich. Man muss sich Silvester, nein, muss man nicht. Vor allen Dingen muss man keine Böller an Menschen werfen. Also das möchte ich auch mal klarstellen. Wenn ich so spazieren gehe durch Silvester, um nach Hause zu kommen oder meine Gäste nach Hause zu bringen, gibt es doch Vollidioten, die die Böller gegen das Auto werfen, gegen die Straßenbahn werfen oder gegen Körper. Vor allen Dingen gegen Körper. Und das muss nicht sein. So einen Aufruf kann man ruhig mal machen. Ich sehe gerade im Fernsehen mein Feuerwerk, was ich da am Laufen habe. Denn an sich habe ich elektronisches Feuerwerk. Elektronisches Feuerwerk reicht auch. Wie gesagt, als Filmemacher, Filmfotoproduktion kann man viele Special Effects so tun, als ob man muss nicht, wie gesagt, so teuer einkaufen. Ich habe alles mal so gesehen. Wie gesagt, ich war bei Cody, habe es verdammt günstig bekommen, habe mein Blödsinn gemacht. Cody war am frühen Morgen noch nicht so voll wie heute Morgen, wo alle Leute mit dicken Tüten dort ihren Sprengstoff eingekauft haben. Sprengstoff. Ja, da sind wir beim Thema. Einige kaufen richtig Sprengstoff, um richtig zu sprengen, um richtig Radaumes und keine Ahnung, Kokolores zu machen. Leider, die Welt ist ein bisschen schräg geworden. Nach 75 Jahren Frieden wollen alle irgendwie Krieg feuern, umbringen, killen, keine Ahnung. Facebook ist von morgens bis abends voll. Einige sitzen da, erzählen da die Geschichten, die da so passieren. Und wie gesagt, ich mache jetzt ein Feuerwerk für uns. Soll uns Glück bringen. Ob es Glück bringt, weiß ich nicht. Das ist Aberglaube. Und ihr merkt, es ist ziemlich ruhig hier. Ist ja logisch, so kaum Menschen unterwegs. Ich kaufe ja alle Sprengstoff. Ne? Wie gesagt, ich mag die Minions hier. Ich mag das Gepiepe. Ich mag Fröhlichkeit.
um euch zu sensibilisieren, um euch Spaß zu bringen, weiß ich nicht, weil so schräg bin ich nun mal nicht. Ich bin ein völlig normaler. Ich bin nun mal Geschäftsführung, ich habe eine Firma, ich habe Firmen zu leiten. Ich habe viele Kunden, denen ich da einige Sachen machen muss. Darin verdiene ich mein Geld. Also ich lebe, um zu leben brauche ich Geld. Ohne Geld kann ich nicht leben, das ist mir also auch schon aufgefallen. Früher habe ich einfach gelebt, weil da brauchte ich kein Geld. Aber ab einem gewissen Alter scheint es wirklich so zu sein, wer Geld hat, kann auch leben. Und wer viel Geld hat, kann im Luxus leben. Morgen, Grüße! Warum freue ich mich so auf das Jahr 2018, kann ich euch sagen. Im Jahre 2019, also ein Jahr später dann, bin ich 50 Jahre involviert in Tricktechnik, Datenhighway, Computer, Animation, Film, Fernsehen. 50 Jahre involviert und genau 40 Jahre dann im Beruf. So, ich hatte gerade einen Vater, der sehr stolz auf seinen Sohn war, 13 Jahre, der eine Animation mit After Effect gemacht hat, 13 Jahre alt. Der Vater hat, wie gesagt, von dieser ganzen Thematik, Tricktechnik und Filme keinen Plan. War stolz, waren 5 Sekunden. Ein Lichtschwert, ein Plastiklichtschwert, was dann richtig zündelte. Und zwar genau das mit Geräusche und so weiter. Der Vater war hellauf begeistert, 5 Sekunden, wie gesagt, Tricktechnik. An alle, die das können, alle, die After Effect haben, noch einmal. Wir sind ein Star Wars Filmclub, wir sind ein richtiger Filmclub, wir mögen Lukas Film, wir mögen Star Wars etc. pp. Der lebt ja von Effekte, CGI können wir uns jetzt nicht leisten, CGI ist also noch ein bisschen teuer, so teuer auch wieder nicht. Mittlerweile gibt es schon CGI auch für zu Hause oder für das kleine Studio. Wie gesagt, ich biete das ja alles an, ich suche halt auch noch Fachkräfte, die das können, die Interesse haben, auch wie gesagt lernen möchten. Und auch mir persönlich noch irgendwie Zeit wegnehmen, um es machen zu können, denn es dauert, es ist Zeit, so einen Aufwand zu machen. Jetzt hier im Screen-Bereich, viele Leute fragen mich immer, warum ist es hier so grün? Ihr wisst jetzt, warum das hier immer so grün ist, warum da grün ist, warum da hinten grün ist, weil dort was abgeht oder wenn hier irgendwas abgeht, wenn hier irgendwas eingebracht wird. An Spaß, nur dieses Geräusch immer, was ihr da hört. Kam auch gut, weil ich jemanden grüßen möchte. Jemand hat mir von Wolfgang Eck das Haus der 99 Geister geschenkt. Mit einem Unikat hier oben, soll ich also gut drauf aufpassen. Wurde auch signiert von Sita. Na, sie hat mir das auch signiert. Ja, eine stolze Mama. Ihre Kinder kenne ich auch. Und wie gesagt, ich lese mir das sicherlich gerne durch, wenn ihr seht, wie alt das ist. Das ist ein sehr, sehr, sehr altes Buch. Hat sie mir also geschenkt. Finde ich nett. Ich habe auch wirklich sehr nette Kunden, die auch mir hin und wieder mal irgendwas zukommen lassen. Nicht nur ich beschenke, sondern auch ich werde zwischendurch beschenkt. Mal gucken, ob Töchterchen wach ist, ob die sich jetzt freut. Ja, genau. Nein, nein, die Damen haben Urlaub, die Damen liegen im Bettchen. Ne? Und ja, liegen alle im Bettchen. Ja, ich bin an sich multitaskfähig, aber wie gesagt, es freut mich. Ich sage Dankeschön. Ich sage Dankeschön zu Sita, die mir das Buch geschenkt. Sehr alt. Finde ich nett. 20 Kriminalgeschichten. Vielleicht kann man daraus mal so kleine Geschichten machen. Die ist auch, hat auch was mit Medien und zu tun und so weiter. Buchautorin. Ne? Kommt aber nicht von hier. Kommt von sehr weit weg. Deswegen heißt sie auch Sita. Und ja, irgendwo aus Indien. Ja. Sie lebt aber hier und war auch in London. Ich war ein Jahr in London, sie hat also 7 Jahre in London gelebt und zwar nähe den Studios, wo jetzt auch versteckt der Falke steht, schön verkapselt, damit man ihn nicht sieht. Auch von oben sieht man ja alles, wenn man da mit der Drohne arbeitet und zuschaut und sich das Ganze anschaut. Auch hier E8 wurde ja da gedreht, nahe einer Autobahn. Wäre die Kamera etwas zu hoch geraten, dann wäre man auf die Kulisse einer Autobahn gekommen und die Geräuschkulisse hätte man dann halt auch eingefangen. Ist ein Riesengebiet, wo dort gedreht wird und ihr habt das ja mittlerweile gesehen. Mittlerweile wird halt in England gedreht, Star Wars, und nicht in Amerika.
Das wird sich sicherlich im Jahre 2020 ändern, wenn in Anaheim alles fertig ist, dann haben die ja dort Kulissen, da können die da arbeiten und können da also eine Fernsehserie, Filmserie, alles drehen, machen und tun. Also mich freut es, den jungen Mann hat es gerade gefreut, deswegen musste ich gerade unterbrechen, hatte gerade mal wieder eine Fotosession und wie gesagt, Fremdarbeiten darf ich nicht zeigen, deswegen wird das dann unterbrochen. Ich freue mich natürlich immer, wenn gewisse Künstler hier erscheinen und auch wirklich Interesse haben. Dann sitzen sie ja da, wie der Wendler oder die junge Dame von RTL, Sat.1 und so weiter. Wir gehören immer noch zu Filmpool. Ob wir hier noch was machen für Filmpool, weiß ich nicht. Ich bedanke mich total recht herzlich für das Jahr 2016/17, wo wir vieles gemacht haben. Wie gesagt, bin an sich ein Freund von elektronischer. Mal gucken, ich werde mal eben gleich fertig machen. Dann zeige ich euch, wovon ich gerade gesprochen habe, nämlich von elektronischem Feuerwerk. Das werde ich mal eben vorbereiten und das euch dann zeigen. Ich verabschiede mich heute aus dem Jahr 2017 langsam. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich einen Kameramann finde, der dann aufzeichnet im Jahre 2018, wenn ich diesen Sprengstoff da anzündel, wenn ich unseren Spaß habe. Und ich will hoffen, dass ich unseren Spaß habe. Ja, ne? Man stöbert, man liegt im Bett und stöbert im Netz. Es ist irgendwie, der Soldatenheim macht richtig Spaß, weil wie gesagt, man liegt im Bett und stöbert rum. Also gestern hatte ich einen vietnamesischen Kaffee. Gestern hatte ich einen vietnamesischen Kaffee bekommen, wie gesagt, von Zita. Und einmal im Jahr, wie gesagt, nächstes Mal will sie mir dann einen indischen. Also sie hat mir erklärt, wie in Indien Kaffee da so gemacht wird. So ein Kaffee, wie wir uns vorstellen, wird in Indien auf keinen Fall gekocht, das ist also ein bisschen heavy da. Und ob der mir dann so schmecken wird, weiß ich nicht, weil der lag mir doch ein bisschen im Magen. Weil der war ungewöhnlich, war ein vietnamesischer Kaffee. Morgen! Moin, moin! Moin, moin! Jawohl, moin, moin! gerade eine wunderbare Nachricht bekommen, dass auch E8 Star Wars The Last Jedi, der letzte Jedi und die letzten Jedi, auf die 1,0 Milliarden Umsatz läuft. So, 1,0 Milliarden läuft. Soll was heißen? Das heißt also, dass am 2.1. oder am 1.1. Star Wars auch wieder 1 Milliarde eingespielt hat. Auf eine Art finde ich es gut, dass jetzt gerade mal 1% doof gespielt hat, aber richtig doof gespielt hat. So circa 40.000 haben da richtig krawallig oder waren krawallig unterwegs. Gut, Mark Hamill hat ja auch negativ darüber gesprochen. Er hat sich auch entschuldigt bei Twitter und so weiter. Er hat sich an sich gar nicht negativ geäußert. Ich habe mir das mal angesehen. Er hat halt kritisch darüber gesprochen, weil er gefragt wurde, ein Schauspieler in der heutigen Zeit muss gewaltig aufpassen, was er von sich gibt, wie es von sich gibt, weil da immer welche, sieht man ja 40.000, dann, Mark hat auch gesagt. Natürlich hat er was gesagt. Wir haben Solo-Harrison Ford was gesagt hat. Wir alle was gesagt haben. Hallöchen! Morgen! So, eine wunderschöne Restwoche des letzten Jahres, die letzten Stunden, die letzten Tage und ich sitze hier vor Kopf. Ja, mach nichts. Ja. Wie gesagt, wir machen ja Videoaufträge, ich muss gerade wieder unterbrechen, aber nicht auf dem Stick, weil die Arbeit ist mir zu viel. Also es wird nicht bezahlt, wir machen also Aufträge ab 10 Euro. Wie gesagt, wir wohnen hier in einem Kreis, wo nicht so viel Geld fließt. An sich kostet das als pro Minute ein Zehner, aber pro Minute ein Zehner, mich als Cutter hier kann keiner bezahlen. Das ist aber auch, wie gesagt, im Hightech-Bereich. So, hier im untersten Bereich nehmen wir 10 Euro für eben überspielen, arbeiten, machen und tun. Ja, ja, das waren noch zwei, ach herrlich, da hat sie gerade was rausgesucht. Ich finde das ja toll, ich finde es toll zu kommunizieren. Das waren Zeiten. Ja, ich meine, diese ganze elektronische Geschichte richtig gut gehandelt. Also Analogie und Digitales. Denkt dran, Digitales ist eine Droge. Ne? Digitales ist eine Droge. Und immer wenn die Politik von Digitales reden, digital, laufen die Gefahr, in eine Droge zu geraten. Denn die Analogie muss sein, ich meine, das jetzt hier ist ja Technik, wir unterhalten uns gerade, die Analogie liegt im Bett und ja, das stimmt.
Das stimmt. Ja, wie gesagt, Analogie, Technik. Sonst haben wir kommuniziert, Auge in Auge, haben uns unterhalten. Heute, wie gesagt, hat man ja dieses Facebook. Dieses Facebook ist an sich ein Hassbuch. Und das macht dann auf eine Art keinen Spaß. Darauf gehe ich jetzt nochmal ein. 40.000 haben da Petitionen. 40.000 haben durchgedreht. 40.000 haben da, sind da Amok gelaufen. Ich meine, die laufen andauernd Amok. Die hat eine Petition, George sollte zurückkommen, George Lucas ist der einzige Wahre. Nee, eben nicht. Star Wars ist Fiktion. Star Wars ist ein Märchen. Wenn so ein 13-Jähriger wie gerade eben ein Laserschwert nimmt, einfach so ein Torso und dann ein Licht da einarbeitet, zwar nur im Stack-Modus, also so, nicht im Bewegungsmodus, weil im Bewegungsmodus muss ja auch berechnet werden. Mit After Effects kann man sehr viele schöne Sachen machen, hätte ich jetzt hier auch machen können, aber ist natürlich auch viel Arbeit. So viel Arbeit, wie gesagt, für 5 Sekunden, 30 Minuten oder 60 Minuten Arbeit, also eine ganze Stunde für 5 Sekunden. Das muss ja auch irgendwie, ich meine, wenn Spaß mal, ich meine, wenn ich 10 Jahre alt bin, 13 Jahre alt bin, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie Geld könnte. Also hat man gemacht. Nur damals musste man halt auf Leinwand malen und dieses dann immer abschießen, Foto für Foto und so weiter und so fort, um daraus eine halbwegs gute Animation zu machen. Ihr wisst da ganz genau, wenn ich jetzt das Handy hier animiere, um mich herumfliegen lasse, wird das einfach nur berechnet. Ja, es wird berechnet und dann fliegt das hier rum. So, und dafür hat man ja gewisse Sachen. Auch ich werde mich ein bisschen ab 2018, 2019, besonders ab 2020, mich mit einer gewissen Technik beschäftigen, weil die ist dann bezahlbar. Diese Technik könnt ihr dann hier auch einfordern. Das heißt also, ihr könnt dieses dann machen lassen. Ja, von mir schweben. Nicht jeder hat das Geld über, um sowas machen zu können, weil auch wir jetzt lange gebraucht haben, um Geräte einzukaufen, um daraus was zu machen. Die junge Dame, wo ich gerade unterbrochen, hat auch einen Auftrag, meistens Hochzeiten, Geburtstage oder so, aber überwiegend Hochzeiten, also wo es richtig zur Sache geht, müssen wir dann ablichten oder vervielfältigen oder aufzeichnen und so weiter. So, wir dürfen die nicht zeigen. Ich habe auch sehr viele Schauspieler und vor allen Dingen Buchautoren, die ich nicht zeigen darf, und aber trotzdem sehr gerne mit ihnen zusammenarbeite. Ich habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwann mal vor laufender Kamera da mal was zum Besten gebt. Also ihr seid immer noch willkommen im Star Wars Film Club, Lucasfilm, Fantasy, Universum, Galaxy und so weiter und so fort. Also ich würde mich tierisch freuen, dass wenn Han Solo ankommt, wenn wir endlich so Space-Filme bekämen, so Rabauken-Filme, ja, so Felicity, 2001 Odyssey, also Sci-Fi. Ja, komm, Star Trek ist auch gut geworden. Mir hat es gefallen, das Neue. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Es war ein bisschen ungewöhnlich da, dieser neue Antrieb, na? Wo da ein Mensch sich da opfert, um in diesen Spin-Modus da zu kommen. Neuen Antrieb, biologischen Antrieb. Ist ja egal, ist Sci-Fi, Science Fiction. Und ich liebe Science Fiction, bin damit groß geworden, bin mit Captain Kirk 66er Jahre groß geworden, bin mit Orion groß geworden. Hallöchen, guten Morgen. Hoi, hoi. Was darf sein? Speed, ja, machen wir das doch, machen wir glatt. Mal sehen. Ja, wo wohnst du denn? Hier wohne ich. Klar, logisch. Hobby, Beruf, Beruf, Hobby, alles ein und dasselbe. Meine lieben Freunde, ich werde die 18 auf die Straße malen. Wenn ihr die von oben in den Helikopter seht, dann wisst ihr, wo ich wohne. Da steht die große 18 dann. Ach, meine Güte, was ich in meinem Leben alles schon gemacht habe. Ne? Genau, Leia. Leila. Leila. Nicht Leia. Ach, herrlich. Wie gesagt, ich versuche, das alte Jahr zu verabschieden. 2017 geht. Ja. Ach ja, muss ich mal gucken, ob ich Kreide finde. Ich habe echt Bock drauf, die 18 da hinzumalen. Ne? Ach ja. Genau, schreibe ich eben. Ich brauche Kreide. Werde es aufmalen. 2018. So. Ihr merkt schon, ich komme gar nicht dazu. Ich wollte euch so eine elektronische, so ein elektronisches Feuerwerk zeigen.
Ja, ich wollte euch ein elektronisches Feuerwerk zeigen. Das werde ich jetzt auch versuchen zu machen. Die Batterien habe ich schon vorbereitet, weil ich habe mir leider einen falschen Akku gekauft. Ich meine, ich hätte jetzt hier so ein Live-Video machen können, hier so live, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Freund von live. Mir macht das unheimlich viel Spaß, darüber zu fachsimpeln. Und ich habe auch, wie gesagt, viele, die mitmachen, hier Spaß haben, wunderbare Tannenbäume, also es gibt so wunderschöne Sachen. Hallo. So viele tolle Filmemacher, er hat auch Sprengstoff hier. Kalum. Also schöne Sachen. Also wie gesagt, live. Vielleicht mache ich irgendwann mal 2018 oder keine Ahnung, live, ich weiß nicht. Worüber soll ich live sprechen? Und warten, bis ihr Zeit habt, ein Live-Video zu sehen. So eine Aufzeichnung hier mit vielen Gästen, mit vielen Kunden, macht mir mehr Spaß, um euch auch irgendwelche Special Effects mit auf den Weg geben. Manche fragen, warum mache ich das? Ein bisschen aufzulockern, das Ganze. Und nicht nur mich hier als Stereotyp hinzusetzen und zu sprechen, sondern hier auch ein bisschen Action, ein paar Figuren, irgendetwas immer zu machen. Oder hier die Minions, die jetzt 2017 auch 2018 zu läuft. Was ist das denn für ein Wort? Ich habe aus Versehen getippt. Passiert schon mal, merkt ihr, dann tippt ihr, dann kommt irgendein Fehler auf der Busche. Ach ja, im Bettchen. So, ich hatte schon viele Kunden hier. Ja. So, gleich gibt es Käffchen. Aber ab einer gewissen Uhrzeit gibt es immer Käffchen. So, während ich euch jetzt hier so langweile, versuche ich euch nochmal so ein elektronisches Feuerwerk zu zeigen. Und wie gesagt, lege ich das jetzt Spielzeug mal eben hin. Werde dieses elektronische holen, jetzt voll machen und dann mal schauen. Also das werde ich nämlich Silvester am Schaufenster hinstellen und das Jahr 2018 mit einem elektronischen Feuerwerk dann begrüßen. Ich habe zwar auch im Fernseher ein Wahnsinnsfeuerwerk, wir sind mal in einem Feuerwerk mit einer Drohne rein, ja, in einem Rheinfeuerwerk am Rhein, dieses große, teure Feuerwerk, mit einer Drohne, Filmdrohne rein und haben dann da, wo die Dinger explodierten, aufgenommen. Sah auch klasse aus, schöne Musik dabei gemacht, war nicht schlecht. Vielleicht habe ich Zeit, es zu zeigen. Oder vielleicht habe ich es gezeigt, ich weiß nicht. Bei der Aufzeichnung weiß ich nie, was ich nachher nachträglich im Regieraum da so treibe. Genau, Feuerwerk im Sonderangebot. Jo. Feuerwerk im Sonderangebot. Und jetzt zeige ich euch mal ein Feuerwerk, was nicht im Sonderangebot ist, weil so ein Teil ist nicht billig. So eine kleine Elektronik. Feuerwerk gibt verschiedene Sachen, gibt auch mittlerweile bunt. Muss ich jetzt aber genau 365 Tage warten, um es kaufen zu können, weil es gibt es leider nämlich nur zu Weihnachten. Ja, ist halt so. Ja, das Jahr wird jetzt immer kürzer. Nein, am 1.1. ist es 365 Tage und dann geht das so. Zack, 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 ist es weg. Also dieses Jahr hat noch ein paar Tage, drei Tage, dann ist es auch erledigt. So, bevor ich euch, wie gesagt, langweile, hole ich nochmal eben etwas, um diesen Filmbeitrag hier ein bisschen aufzubauen. So, da stelle ich euch mein elektronisches Feuerwerk vor. Gibt es hier verschiedene Variationen. Ich hatte natürlich in Weihnachten eine tolle Idee. Ich hatte das Schaufenster, also wie gesagt, voll. Ich habe jetzt leider nur noch ein paar Restanten hier. Ich hatte also alle Farben da, die es da zu kaufen gibt. Die hatte ich dann mit Häuser, mit Menschen, also Figuren ausgestellt. Kam einer vorbei, legte mir richtig Dollars auf den Tisch, will ich haben. Ja, will ich haben. Erst habe ich ein bisschen rumgedruckst, ich habe gerade erst aufgebaut. Wirklich, es war abends, ist klar. Und dann sah das super aus. Ja, abends im Dunkeln,
kurz vor Weihnachten. Eine riesen weihnachtliche Geschichte im Schnee, mit Tannenbäumen, ach, alles was dazugehört. Eine richtig tolle Landschaft mit tollen Häusern, die auch bestrahlt waren. Und wie ihr seht, habe ich das jetzt hier. Na, ich habe noch einen grünen da. Die werden dann, wie gesagt, im Schaufenster dann das Jahr 2018 einläuten. Das wird mein elektronisches Feuerwerk sein. Mal schauen, was ich mir wieder dabei ausdenke. Ich will hoffen, dass ich das nicht auch wieder abgeben muss. Wird immer teurer, das gute Stück. Früher waren die günstiger. Also ich habe das günstig eingekauft und teuer verkauft. So geht nochmal die Welt des Handelns. Aber jetzt muss ich es teurer einkaufen und müsste es dann noch teurer verkaufen. Das klappt nicht. Irgendwann ist so ein Zenit erreicht, wo der Kunde sagt, nee, das ist mir doch dann ein bisschen teurer, besonders wenn man bei Amazon alles billiger kriegt. Also mittlerweile bekommt man das gute Stück hier bei Amazon, glaube ich, 20 oder 22 Euro pro Stück. Ja, wenn man sich das dann, ja, wenn man sich dann alle holt, ist man zwar auch 200 Euro los, aber egal, dann, also 10 Stück gibt es davon, 10 verschiedene Farben. Mittlerweile gibt es auch einen, wo alle Farben drin sind, also würde auch ausreichen. Und da man hin und wieder mal Schaufenster, wie gesagt, verschönert, also ich habe eine riesen Häuserkulisse, wo das dann, wie gesagt, davor kommen wird, ja, eine riesen Häuserkulisse, wo das dann davor kommen wird, wo das dann, ne, ohne Ton, weil sonst werden die Leute verrückt, die müssen ja schließlich arbeiten, ja, also ohne Ton, aber wie gesagt, der Kunde hat leider alles mitgenommen, auch mit Ton, ja, wie gesagt, das ist meine an sich Idee von Feuerwerk. Und diesmal mache ich ein Feuerwerk für meine Damen und Herren, die da Spaß haben sollen. Das werde ich dann im Schaufenster aufbauen. Ja, da werden wir mal schauen, was dabei rauskommt. Und wir werden unser eigenes Feuerwerk hier abhalten. Ich habe auch gerade gesagt, zu jemandem, der wird das filmen, der war dann sofort ruhig, weil der muss nämlich arbeiten, weil er die Kamera führen muss. Weil, ja, der soll die Kamera führen halt, mal schauen, wer die Kamera führt. Jedenfalls wird hier Spaß sein. So, jetzt bin ich wieder weg, holen wir jetzt ein lecker Käffchen. Ihr seid immer noch total recht herzlich willkommen beim Star Wars, ja, Filmclub. Ihr seid immer noch bei Lucasfilm Filmclub total recht herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wie gesagt, die Leute mögen Star Wars. Ich finde stark, dass ab 01.01.2018 auch dieser Star Wars E8, The Last Jedi, die letzten Jedis, 1 Milliarde eingespielt haben, damit Disney weiter Lust hat zu produzieren. Han Solo soll mir egal sein, den schaue ich mir sowieso an. Wie viel der einbringt, ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe ihn gesehen. Es ist nicht Harrison Ford, ist klar, der hat sein Alter. Aber es ist halt Star Wars, da wo Star Wars drin ist. Da, wo Star Wars draufsteht, gehe ich rein, schaue ich mir an, kaufe ich mir. Ich bin Filmsammler. Ich mag Filme, Figuren, da handle ich. Wie gesagt, die dürft ihr alle kaufen. Filme, die halte ich fest. Die könnt ihr auch, wie gesagt, überall kommen. Angeblich am 5.01. soll das ja schon rauskommen, was ich nicht glaube, was ich auch nicht annehme. Amazon hat also schon zurückgerudert. Und schauen wir mal, wenn wir Glück haben im Mai, wenn wir Pech haben im Oktober. Ja, wie gesagt, so ist das immer. So, vielleicht auch, wie gesagt, zum Start von Han Solo, dass man dann auch E8 kaufen kann. Wer weiß. Soll mir auch egal sein. Ich trinke mir jetzt ein Käffchen, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, wie gesagt. Mahlzeit. Mahlzeit. Mit Feuerwerk. Jawohl. Ich komme. Wenn es bei Feuerwerk auch eines Tages heißt, hör mal, darf noch ein bisschen mehr sein, darf noch ein bisschen mehr Sprengstoff sein, also dann sind wir wirklich schon angekommen. Ich hatte gerade was Witziges, jetzt haben wir das hier mal verglichen, Sprengstoff verglichen, in einem Bauhaus und bei Kaufland. Kaufland und Bauhaus, beides haben wir hier nicht, müsste ich ziemlich weit fahren. So, erstens müsste ich sehr weit fahren, um es kaufen zu können. Und dann wurde das jetzt hier verglichen. Neuheiten, 80 Euro für 18 Sekunden. 80 Euro für 18 Sekunden tue ich mir natürlich nicht an. Ich habe gerade, wie gesagt, für 1,99 Euro, 1,49 Euro, 2,99 Euro Sprengstoff gekauft. Würde ich hier bei Kaufland nicht einen einzigen Artikel erhalten. Kaufland kostet richtig Geld. Ja, also da kostet so ein Sprengstoffgürtel hier 128 Schuss, 65 Effekte. 120 Sekunden, das ist ja gar nichts für 80 Euro.
Nein, danke. Dann hier Hellwig, Baumarkt Hellwig hat da auch. Da kostet dasselbe 64,99 und so weiter und so fort. Also auch da gibt es nichts Günstiges. Hallöchen! Einfach ran wie immer. Ein weiter, ein weiter. Hier. Star Wars A New Hope. Das war noch Zeit. Star Wars Episode 8. The Last Jedi. Die letzten Jedis. Der letzte Jedi. Man kann vieles darüber hinein interpretieren. Ich habe mir Episode 8 intensivst angeschaut. Intensivst heißt wirklich mit voller Emotion. Da war das Gefühl, da war alles total, also wirklich die Emotionen waren mehr zu erleben wie der Film selbst. Star Wars 8 war und Star Wars 8 ist gelungen. Wirklich für Disney gelungen. Ich bin froh, dass Disney den hat. Das sagte auch George Lucas, denn er hatte seine Gründe. Denn nur seine Vision konnte und kann ja Disney wegen dem Geld, wegen der Macht ausüben, ausleben, uns darstellen. Dass da gerade mal ein Promille ausgerastet ist, ja, und ein Promille rastet immer aus. Bei New Hope war das nämlich genauso. Am Anfang waren alle, juhu, da haben sie und so weiter, sofort. Also bei den Dreharbeiten habe ich immer das große Glück, dass die Elektronik mit dabei ist. Ja, also wie gesagt, heute zum Jahreswechsel von 2017 auf 2018 freut es mich, dass Star Wars Episode 8 kurz vor 1 Milliarde steht. Das heißt also, Disney hat wieder Geld verdient, denn darum geht's. Disney möchte Geld verdienen und nicht dreht einen Film, damit ein Freund oder Helfer oder wie die alle heißen, Geld verdient. Na? Ja, so ist das. So, ich mache mal wieder Videos. Mal wieder einen Clip. Ich finde es stark, dass ihr dabei seid. Ich finde es stark, dass wir diskutieren. Ich habe gerade auch, er hatte leider nicht so viel Zeit. Hallöchen! Hallo! Dann ist ja mal wieder eine Begrüßung. Ja, nicht schlecht. Ich komme. Ach ja, wie sich das dann alles so trippt, wenn dann, wie gesagt, Kunden, wir dann über Star Wars philosophieren, ne? Und dann hier die frei haben, ne? Ja, dann kann ich nur sagen, viel Spaß, ne? Ist klar. So, viel Spaß. Ich sag einfach nur Hope hier, ne? Star Wars The New Hope. Klack, ich finde Daten halbwegs nicht schlecht. Ich finde Daten halt super, sich über Filme zu unterhalten, auch analog. Ja, wir haben gerade analog philosophiert, nur der junge Mann musste leider schnell wieder weg. Und mal schauen. Schätzungsweise am Silvester brennt es bestimmt, weil einige hatten Rogue One noch nicht gesehen. Da werde ich wohl Rogue One einschalten, dass die sich den angucken können. Weil eine Brille fehlt, müssen wir dann halt in 2D sehen. Ne? Geht nicht anders. Ziehen wir durch, machen wir und damit hat es sich. Ne? So habe ich meine Werbung auch während den Dreharbeiten sozusagen weg, raus. Also wie gesagt, noch einmal, sehr intensiv Star Wars E8 angeschaut, sehr intensiv, also mehr emotional wie Film gucken und mir hat wirklich alles gefallen. Mir hat wirklich alles gefallen, dass das eine Promille, wie gesagt, ausgerastet ist, ist für den ja schuld. Star Wars ist gedreht worden und Star Wars ist erfunden worden, um Geld zu machen. So einfach ist das. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Film ausdenke, eine Crew habe, mich mit denen zusammensetze, will ich Geld verdienen, bin ich ehrlich. Ich möchte dann Geld verdienen und muss dann auch Produzenten und so weiter davon überzeugen, dass das Geld, was sie mir geben, auch irgendwie vierfach, fünffach, zehnfach zurückbekommen. Und so ist es auch bei Disney. Disney bekommt Geld und gibt Geld in der Hoffnung, viel Geld zurückzubekommen. Und Lucasfilm unter Kathleen Kennedy als Präsidentin, als Führungskraft, macht das dann, ob heimlich George Lucas noch da irgendwie involviert ist, weiß keiner.
Ich meine, George Lucas hat auch ziemlich merkwürdige Filme gemacht, die ich mir über Netflix habe auch angesehen, 1138, American Graffiti, die gehen ja noch, aber da diesen komischen Duck-Film, da Rubber Duck, das waren auch so Sachen, ja, das war auch von George Lucas, dieser Rubber Duck-Film, die komische Plüschente da, ne? Ja, läuft auch bei Netflix. So, wir haben wunderschönes Wetter, die Sonne lacht und wir haben gerade über philosophiert über Star Wars noch einmal, besonders arg. Und wenn er Zeit hat, sagte er, käme er nochmal wieder, der Kunde. Dann wollen wir dann über E8 nochmal sprechen, weil er wollte nochmal rein, weil nicht jeder schaut einen Film intensiv. Ja? Warum ich es diesmal gemacht habe, weiß ich selber nicht. Ich habe mich da hingesetzt, ich wusste ja Bescheid, dass da wieder einiges abläuft. Und wollte es halt sehen. Und somit habe ich wirklich intensiv mir das angeschaut. Ich habe es auch nachher gemerkt, wie ich diese 3D-Brille abgenommen, dass ich da doch am Schwanken war. Weil es war doch ein bisschen lange. Und dann so intensiv, wie gesagt, emotional sich so einen Film anzuschauen. Und dann zu sehen, wie Luke Skywalker, unser Idol, ja, 77 und jetzt 2017, nach 40 Jahren, sozusagen von uns gegangen. Wir wissen ja nicht wohin, aber er ist halt das, was Yoda auch ist, was Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn sind. Ich habe auch gerade noch mit dem Kunden da, er wünscht sich einen Darth Maul-Film. Da habe ich gesagt, Darth Maul war doch bei The Rebels. Ja, da war er ja lang genug. Ja, wurde von seinem Bruder gesucht, er hat seine neuen Beine bekommen, hat dann ziemlich lange hantiert, bis er dann Obi-Wan Kenobi fand und dann wollte den Obi-Wan Kenobi wieder und da hat Obi-Wan Kenobi aber gewusst, wie er sein Schwert schwingt und hat ihn dann niedergestreckt. Und somit war die Geschichte von Darth Maul zu Ende. Ja, Darth Maul. Ich meine, unter uns, können wir nicht mal einen Schnitt machen? Also einen Schnitt, wir fangen neu an. Neu Star Wars, the new Star Wars. Kein New Hope, sondern New Star Wars. Ja, ich freue mich wirklich auf die Han Solo-Geschichte, diesen universalen Cowboy-Western, ja, so mit Ducken und den Falkenklauen, die 12 Basic. Man will uns sogar, oder man munkelt, dass man den Darth Vader da doch wieder reingeschoben hat, irgendwie, damit das irgendwie so passt, ja, weil Han Solo kannte der. Die ganzen, er kannte ja auch die Kriege, die er da mitgemacht hat. Und hat ja auch davon gesprochen in der Kantina. Und wie gesagt, Star Wars ist ein Märchen, um Geld zu verdienen. Ich hätte auch wirklich Lust, haben wir gerade noch gesagt, also wenn BioWare, wie die alle heißen, nicht die Rechte hätten, könnte man ja schon Old Republic nachdrehen. Da müsste ich einen fragen, hör mal, hast du 200 Millionen über, ja, oder 500 Millionen über? Ich besorge, ich mach dir einen Star Wars Film 1313, Battlefront, alles da rein, in real, mit Rebels und so weiter und so fort und versuche 5 Milliarden daraus zu machen. Ich glaube schon, dass man dann 500 Millionen bekäme, wenn man dann einen überzeugt. So, George Lucas musste das in den 70ern auch machen. Er hat versucht, die Leute zu überzeugen, hör mal, ich brauche ein bisschen Geld, ich will da was machen. So. Und dann hat man, was ist das denn? Ah, Mann, lass das sein, ey. Ja? Coppola, Francis F. Coppola hat ja auch, lass das sein, das bringt nichts. Mann, verzettel dich nicht da mit diesem komischen Gedöne da. Ne? Aber ihr seht, nach 40 Jahren, Abschluss jetzt, haben wir nochmal den Jedi-Petition, da ging es also noch richtig Emotionen, sonst wäre keine Petition entstanden, da waren Emotionen. Und so weiter, keine Ahnung. Es gibt immer festgenagelte, denkt dran, das Universum dehnt sich aus. Fragt bitte nicht immer so viel, denn das, was ihr seht, funktioniert eh nicht. Ein Flieger, der kann nicht fliegen im Kosmos, im All, weil er braucht da Steuerdüsen. Wenn man keine Steuerdüsen hat, kann man auch nicht so eine Wendung machen, wie Poe Dameron das gemacht hat, fast mit quietschenden Geräuschen und dann wieder zurück. Nicht logisch denken. Nicht logisch denken bei Star Wars, sondern genießt Star Wars. Einfach nur genießen. Genießt Star Wars. Okay? Mehr nicht. Mehr sage ich dazu nicht. Ich freue mich. Kühles Wetter mit Sonnenschein. Ja, Feuerwerk ist also auch schon da. Das elektronische Feuerwerk ist da.
In dem alten Clip habe ich es euch gezeigt. Hier spreche ich halt nochmal in der Star Wars Lounge, hier in dem Star Wars Filmclub, Lucas Filmclub. Seid ihr alle total recht herzlich willkommen. Im Jahre 2018 soll hier einiges mit Film sein und ihr die Lust und Laune haben. Auch die Kuttenträger, also die Cosplayer, sind herzlich eingeladen, dass wir da mal irgendwelche filmische Sachen machen können, wenn der Preis stimmt. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Sponsor, der mir hier so viele Millionen auf den Tisch legt, damit ich einen ordentlichen Film drehen kann. Das geht nicht. Und wie gesagt, die Urheberrechte und ein Drehbuch habe ich auch nicht. Obwohl, hätte da einiges, was ich jetzt visualisieren könnte, um daraus eine tolle Geschichte zu machen. So, das war's dann. Wie gesagt, ich genieße jetzt den Sonnenschein, ja, und so weiter. Und ja, Weihnachten ist vorbei. Neues Jahr steht vor der Tür und dann Han Solo in 140 Tagen. Wisst ihr auch, wie lange dieser Videoclip schon alt ist. Okay, wir erleben uns bei Han Solo, dem Film. Und jetzt gucke ich nochmal hier The New Hope. Ich denke mir irgendwas Lustiges aus. Ja, ja, viel Zeit. Na, ist ja Silvester. Ne? Ja, Neujahr, Silvester. Ach, herrlich, Leute. Und ich liebe Stream-Fernsehen. Stream. Programmieren, gucken. Genial. Ach, herrlich. Eine wunderschöne neue Zeit auf dem Datenhighway. So, ja, so, es ist aufgeklärt. Es sind überhaupt keine echten Star Wars Fans, die da 97 Tomatoes und was weiß ich. Es sind wirklich 65% vom Ganzen, die wirklich E7, E8, das neue Star Wars mögen. So, wie heißt die, die nennen sich Fandash and Fanboys, sind gegen Disney-Unternehmen, die sind also gegen Disney und nennen sich Down with Disney's Treatment of Franchise and their Fanboys. Ja, können wir jetzt auch mal eben übersetzen, wenn wir wollen. Also sind hier ebenfalls keine echten Star Wars Fans. Es sind keine echten Star Wars Fans. Das sind Leute, Nerdies, die halt Disney nicht mögen, dagegen sich gewehrt haben. Ist also ein riesen Bluff und so weiter. Man hat zwar die Kritiken von Mark Hamill und so weiter irgendwie mit eingebauscht und so weiter. Es ist also gelogen. Weiterhin ist und bleibt Facebook ein Lügenbuch, ein Hassbuch. Sollte man alles nicht so eng sehen. Wie gesagt, ich gönne Disney 1 Milliarde. Ich finde Disney in Ordnung. Ich bin auch kein Fan von diesen Büchern. Ich bin auch kein Mickey Mouse Fan. Ich bin also kein Fan für dieses Ganze. Hat mich noch nie interessiert. Ich habe zwar eine wunderbare neue Art hier stehen auf DVD und zwar Bambi, aber ich schaue mir auch nicht an, der bleibt verpackt, wer den kauft, ist in Ordnung. Lucky Luke, nicht von Disney, ist aber alle beide Serien sind verkauft, die sind weg. Und ja, ich meine, zum Superkurs, der hier angeboten wird, kann man also nicht meckern. So, ich wusste, es konnten keine echten Star Wars Fans sein, die den so niedermachen. Also wie gesagt, wir sollten wirklich darauf achten, mit wem wir uns unterhalten. Die nennen sich zwar Fanboys, aber hat mit Fanboys überhaupt nichts zu tun. Sind auch nicht diese Fanboys. Die mögen das Franchise von Disney nicht. Sie mögen das Treatment nicht, das ganze Theater bei Disney nicht. Und nennen sich runter mit Disneys, wie gesagt, Treatment und so weiter und so fort. Also wie gesagt, 65% mögen Star Wars. Ich gehöre da drunter. Ich liebe Star Wars. Bin wirklich begeistert von Star Wars und freue mich auch, dass es in der Gruppe Menschen gibt, die sich, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht jetzt mit sehr vielen Kunden über Star Wars zu philosophieren. Ich habe auch viele Kinder hier gehabt, die über Star Wars philosophiert haben, die natürlich Star Wars Sachen haben wollten, aber leider 1 Euro, 5 Euro, das ist nicht hier. Da muss man ein paar Nullen hinterschrauben, dann kann man es mitnehmen. Ist leider so. Ist logisch, das Teure bleibt über. So viel Geld gibt man für Disney auch nicht. Aber ich bin auch stolz drauf, dass ich für 49,95 eine Glaskugel bekommen habe vom BBA und lauter Kekse drin. Fand ich super. Also Keramik, nicht Glas. War eine Keramik BBA und der steht auch, bleibt auch, ja, weil jeder weiß, dass ich das ja verkaufe. Du verkaufst so immer, das habe ich dir geschenkt. Nee, hast du mir geschenkt. Steht auch da. Wird also nicht verkauft. Na? So, da sind Kekse drin und er riecht auch gut, wenn man den Deckel aufmacht, weil es so ein Frischhalte ist, so richtig aus Porzellan.
kam 49,95 bei Amazon. So, ich bin stolz drauf, ein Star Wars Fan zu sein. Ich bin nur nicht stolz drauf, dass es so Typen gibt, die sich Fanboys nennen. Tut mir leid. Amerikanische Fanboys sind keine Fanboys, gefaked, die mögen Star Wars nicht, sie mögen Disney nicht. Also, stimmt nicht, Finger weg, macht euer eigenes und ja, macht euer eigenes Bild und ich hoffe, es gefällt euch, euer eigenes Bild und we love Star Wars. Yeah.